Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 und der Dynastie der Sieghardinger mit unserem Despoten Paul Humbert II. Von Deutschland. In der letzten Folge war es mal ein bisschen ruhiger angegangen. Wir haben uns ein bisschen die Welt angeschaut, sagen wir mal so, und unseren Fokus geändert auf Wirtschaft, damit wir mehr Geld bekommen. Denn er möchte reich werden. Und das wollen wir ihm natürlich nicht verwehren. Und wir werden jetzt mal weitermachen. Und schauen, was heute so ansteht. Die Umayyaden können sich erstmal weiterhin hier halten. Interessant. So, Mauricio Sicania ist nun volljährig. Er wird ein dilettantischer Verschwörer, der uns nicht sonderlich gut leiden kann. Okay. Er ist krank. Er ist ein Verwandter. Einfach nur ein Verwandter. Okay. Wir suchen mal für ihn eine geeignete Gattin. Oh, vielleicht schon hier. Also, zack. Wir sind ja jetzt nicht sonderlich fleißig, aber das können wir noch machen. So, jemand ist gestorben. Aber zuerst, ja, hat angenommen. Sehr schön. Und... nein. Nicarette ist gestorben. Okay. Ah, ja, ja, das ist die Mutter von unseren zwei Halbgeschwistern. Okay. Machen wir mal weiter. Haben immer noch zwei Ansprüche, die wir durchsetzen könnten. Werden wir aber nicht, weil, wie gesagt, ich sehe da jetzt keinen großen finanziellen, ja, Aufbesserungen für eine Provinz oder sowas. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, stimmt, da hatten wir drüber geredet, mit einer Kaufmannsrepublik. Da müssten wir aber hier gegen Sachsen vor, für Westfriesland, mit den Ime-Dingern, mit ihrem gefälschten Sikardinger-Wappen. Oh, wir haben da eine Nachricht. Ein Bündnisschmieden aus Burgund sind die im Krieg. Also ein Verteidigungspakt gegen Hispanien. Okay. So, hier gegen die Umayyaden. Können wir ihn gut leiden? Ja, warum nicht dann? Wenn wir ihn leiden können. Wie sieht denn unsere Bündnislage eigentlich momentan aus? Ein Polykarpos ist gestorben. Unser Kumpel, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ah, verdammt. Dann holen wir unseren anderen Kumpel. haben ja einige. So, und wir haben hier eine gefährliche Fraktion. Reduzierte Kronautorität in Deutschland. Wer ist denn hier? Leining. Wo ist denn Leining hier? Hier haben wir Leining. Da werden wir direkt mal unseren neuen Protostrator, werden wir mal direkt mal dorthin schicken und die Revolten unterdrücken. Wir können auch einen neuen Befehlshaber ernennen. Das werden wir direkt auch machen. Die Leute, die uns leiden können, gehen uns langsam aus, aber sie ist ein fähiger Kämpfer. Also werden wir Sigihelm mal nehmen. Okay. Wer ist denn da am Unterstützen? Sigihelm und Udalrich. Okay. Naja. So, wir wollten uns ja kurz anschauen... das Bündnissystem, diplomatisch. Wow, wir haben nur ein Bündnis, oder wie? Ja, zurzeit schon. Okay. Mit ihr können wir auch ein Bündnis schmieden, okay. Ah, sie ist auch dem Umayyaden Batscha unterstellt, den Oberhaupt. Okay. Machen wir mal weiter. So viele Bündnisse haben wir gar nicht. So, perfekt. Beziehungen wurden verbessert. Meine Katze miaut im Hintergrund. Wunderbar. Also so eine komfortable Lage haben wir momentan nicht. So, wir wollten schauen. Westfriesland. Rein theoretisch möglich. Sind aber auch mit Burgund verbündet. Okay. Interessant. Interessant. Ansonsten wäre nur ein Krieg gegen das mittlere Frankenreich möglich, aber die sind uns haushoch überlegen. Und Frankreich
haben wir uns schon mal die Zähne ausgebissen, wenn wir nicht so schnell wieder versuchen. Was weiß natürlich auch unser Paul Humbert II., der kennt die Geschichten, ja? Oh. Die Stadt von Cordoba wurde von den Azteken eingenommen. Die Azteken sind von dem Glanz der Stadt, die oft als das Juwel der Welt bezeichnet wird, nicht beeindruckt. Sie hält dem Vergleich mit dem gewaltigen imperialen Metropolen Mexikos und Yucatans nicht stand und die Azteken opferten 100 Einwohner Cordoba als Strafe für ihre schamlose Impertinenz. Beunruhigend. Meine Fresse, was macht denn der? Na, vor dem habe ich Respekt. Oh ja. Ja, die Umayyaden, die zerfallen jetzt auch so langsam. Auch wenn sie jetzt hier haben, aber wenn da jetzt, wenn der Kirchenstadt jetzt auf die Idee kommt, hier auf einmal ein, Kreuzzug zu machen, dann kann es ganz schön bunt werden. Naja. So, gefährliche Fraktion geht immer noch nicht. Was können wir da machen? Oh, erstmal Technologie natürlich investieren. Erstmal in der Wirtschaft. Was bauen wir da am besten aus? Verbesserte Wohntürme. Ja, hier Steuern. Steuern klingt doch gut. Kircheninfrastruktur. Und bei der Armee, also bei dem Militär, werden wir erstmal die Kavallerie ein bisschen ausbauen. Da hinken wir ein bisschen nach. Und dann noch kulturell. Ja, was könnten wir da machen? Majestät, genau. Sehr schön. Und wir können sogar hier hochstufen, sehr schön. Wunderbar. Wir haben nur noch einen Anspruch gegen Frankreich. Und Mauritius ist gestorben, ja, den, wo wir gerade eben erst verheiratet haben. Tragisch. Ich höre mich sehr betroffen an, ich weiß. Ah, Mann. Naja, die haben die Hauptstadt jetzt hierhin verlegt. Melgul, also Marseille. Müsste Marseille sein. Ja, ja. Hat aber immerhin noch 7000 Einheiten. Naja, egal. So, speichert erstmal. So, Verlobte können heiraten. Werden wir natürlich akzeptieren. Unsere Halbschwester, die uns nicht leiden kann, aber wir sie nur so ein bisschen nicht. Jetzt kann sie uns ein bisschen mehr leiden, okay. Ja, hier Burgund. Ist auch jetzt nicht sonderlich groß. Lyon, da haben wir es ja schon mal. Und jetzt passiert genau der Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe. Oder? Kreuzritterkönige. Wir schauen uns das mal an. Das Herzland des abendländischen Christentums wird von den Ungläubigen belagert. Verzweifelte christliche Herrscher haben seine Heiligkeit Papst Callistus II. Überredet, seine Absicht zum Schmieden eines großen und gerechten Bündnisses zur Vertreibung der Heiden im Namen des Herrn verkündet. Dies ist der Beginn eines neuen Zeitalters großer christlicher heiliger Kriege, der Kreuzzüge. Deus volt. Ich habe richtig ausgesprochen. Mein Latein ist eingerostet, weil ich kein Latein hatte. ja. Das heißt, es wird jetzt bald Kreuzzüge geben. Und, wir werden wahrscheinlich dann auch Geld bekommen, wenn wir uns da beteiligen. Deswegen werden wir uns beteiligen. Wir sind jetzt zwar hier nicht krass religiös, also das kann man jetzt hier nicht raussehen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass er des Geldes wegen das machen würde. Ja, denke ich. So. Oh, was ist jetzt passiert? Mein Lehnsherr, meine Mission... Achso, ja, gut, das ist in Ordnung. Die Ritter von Calatrava. Der Orden von Calatrava ist der jüngste Neuzugang zur Streitmacht des Kreuzes. Er wurde gerade erst durch ein Dekret der katholischen Kirche privilegiert. Der Name bezieht sich auf eine den
den Klauen des muslimischen Ungläubigen in Iberien entrissenen Burg und die Ritter stehen bereit zum Kampf gegen die Heiden und zur Verteidigung der Frommen im Namen jedes katholischen Herrschers, der bereit ist, für ihren Unterhalt aufzukommen. Mögen ihre Schlacht siegreich enden, ja. Großmeister Jill. Okay. Die Jakobsritter. Die Ritterorden verdankten seinem Namen Santiago Matamoros, dem heiligen Jakob, dem Mohrenschlechter. Der Orden steht unter dem Patronat der katholischen Kirche und seine Ritter haben geschworen, ganze Reiche von Ungläubigen und Heiden zu säubern, wenn seine katholische Kirche, katholische Majestät dies befehlte. Der Jakobsritterorden. Das sind alles sehr, sehr fähige Salvador. Okay. Tapferer Krieger Christi. Der Deutsche Orden. Unterstützt von der katholischen Kirche und dem heiligen römischen Kaiser wurde der Orden der Brüder vom deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem gegründet. Wie die Johanniter und die Tempelritter bieten auch die Ritter des Deutschen Ordens hauptsächlich Pilgern im heiligen Land Schutz und Pflege. Generell aber dienen sie jedem rechtschaffenen katholischen Herrscher, der für ihren Unterhalt aufkommt. Als religiöser Orden kämpfen sie nicht gegen katholische Glaubensbrüder. Helfen, wehren, heilen. Okay. Hochmeister Bouchard. Okay. Die Ritter des Johanniterordens. Die katholische Kirche hat über eine Bulle, die Gründung eines neuen religiösen Militärordens bestätigt, den Johanniterorden. Dieser Ritter, die bereits seit einiger Zeit in Jerusalem kranke Pilger beschützt und gepflegt haben, können sich nun der vollen Unterstützung der katholischen Kirche sicher sein. In Kriegen gegen Ketzer und Heiden können gottesfürchtige christliche Herrscher auf ihre Unterstützung zählen. Gegen katholische Glaubensbrüder aber ziehen sie nicht zu Felde. Profide pro ultitate humimo. Ja. Großmeister Barthélemy. Okay, der ist auch ist nicht so ein fähiger Kämpfer. Ein Kind von Alexios. Also ist für Pause. Von unserem Freund. Okay. Ja, da werden wir uns nicht einmischen. So, machen wir kurz Pause. Wir können noch welche heiraten. Achso, ja. Das ist ja hier mit Florenz. Vielleicht können wir dann schauen, ob wir... Können wir eigentlich jetzt hier in so ein... Nee, können wir nicht. Oder müssen wir das hier übermachen? So, zack. Bitte um Kreuzzug. Ach, wir brauchen Pietät dafür. Okay. Ja, da werden wir keinen Kreuzzug auslösen können, aber egal. Interessante Zeiten stehen uns jetzt bevor. Und da kommt schon der Kreuzzug. Kreuzzug um die Lombardei. Seine Heiligkeit, Papst Callistus II. Ist von der Hilferufen der christlichen Bürger von Königreich Lombardei überzeugt worden. Er ruft alle tauglichen Männer Europas auf, ihre Waffen gegen die bösartigen Badschah Hakam von Umayyadenreich zu erheben, um die Lombardei aus den Fängen der mohammedanischen Ungläubigen zu befreien. Gott wird den Pilgern dafür ihre Sünden erlassen. Deus vol. Können wir auf jeden Fall ein bisschen Druck machen. So, jetzt machen wir kurz Pause. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns an den Kreuzzug zu beteiligen. Was passiert, wenn wir... Also hier sehen wir, seine Heiligkeit Papst Callistus II. Hat einen Kreuzzug ausgerufen, um die Besitznehmer des Titels Königreich Lombardei, die Badschah Hakam von Umayyadenreich innehat, zurückzufordern. Weil es gute katholische Titelforder für die Krone von Lombardei gibt, wird das gesamte eroberte Territorium an den stärksten Kandidaten übergeben. Aktuell ist dies Weimar Alachis. Ja. Titelforderer, die zum Krieg beitragen, haben ein Vorrecht darauf. Das ist momentan er. Der Prinz der Lombardei. Okay. Wir werden uns, denke ich... Ach, der ist auf der... Nee. Ist der jetzt auf unserer Seite, oder? Nö, der hat jetzt einfach nur hier einen Anspruch darauf. Okay. Wir werden uns daran beteiligen. Erstens könnten wir eine enorm große Gebietserweiterung machen. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Er ist nicht ehrgeizig, aber er will Geld. Er ist gierig und... Hier kann er eine Menge Geld rausholen. Und deswegen werden wir uns anschließen. Zack.
Wir schließen uns an. Das nehmen wir noch mit. So, zack. Sehr schön. Wir sind jetzt im Krieg gegen das Umayyadenreich, das ja auch ein bisschen durch Revolten angefressen worden ist. Wir sind momentan vom Rang her der Höchste, der da mitmachen tut. Wir werden unseren Truppen mal komplett ausheben. So, zack, zack. Die werden wir erstmal alle zusammenführen. Gehen wir mal in Ulm zur Stellung. Da werden wir hier in den Bergen da ein bisschen erobern und dann können wir hier auch wieder flüchten, falls notwendig. Und wir könnten auch schauen, ob wir uns auch einen Ritterorden anwerben können. Ah, da brauchen wir Pietät. Okay. Ja, 52 kriegen wir hin, denke ich. Dann können wir hier einen von diesen Orden für uns in Anspruch nehmen. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge erst sehen. Und wir sind gespannt, wie es ausgehen wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von eurem Krumpass.